Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute gibt es von mir am Anfang des Monats mal kein Neuzugänge-Video, also das kommt auch noch, keine Angst. Aber von mir gibt es heute ein Aussortiert-Video. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber der Stapel hier, der reicht genau hier, wo meine Hand ist, bis nach hier oben. Ich habe über 30 Bücher aussortiert und ja, ich habe auch über 30 hier liegen, die ich euch zeigen kann. Beziehungsweise ich habe über 40 Bücher aussortiert, habe aber leider nicht mehr alle hier, aber ich werde euch jetzt natürlich die zeigen, die ich noch hier habe und ja, ich würde sagen, es geht schon direkt los. Ich sitze diesmal ein bisschen weiter unten, nicht wundern. Nur es waren so viele Bücher, ich wusste nicht, wie ich die da hochkriegen soll, ohne meine schönen neu gemachten Regale zu zerstören. Und deswegen, ja, mich diesmal aus der Perspektive hier unten, obwohl ich jetzt gleich noch ein bisschen weiter nach rechts oder wo auch immer hinrutsche. So, fangen wir an mit den aussortierten Büchern. Ich habe die Bücher aus verschiedenen Gründen aussortiert. Manche Bücher habe ich tatsächlich gelesen, manche habe ich noch gar nicht gelesen. Ich werde euch immer so einen ganz kleinen kurzen Anhaltspunkt geben. Bei 30 Büchern würde das sehr lange dauern. Ich gucke mal, ob ich das Video in zwei Teile aufteile, je nachdem, wie viel Zeit mir meine Kamera da anzeigt. Jetzt habe ich zum Beispiel schon wieder zu lange gelabert. Deswegen, los geht's mit dem Video. Fangen wir an mit dem ersten Buch, was ich sogar gelesen habe, nämlich The Bad Schönheit regiert. Ich habe dazu auch eine Rezension abgedreht. Das Buch hat mir schlichtweg einfach ja nicht so gut gefallen. Ich glaube, es hat 2,5 oder 3 Sterne von mir bekommen. Aber es war jetzt halt nicht so der Überflieger und deswegen kommt das Buch definitiv weg. Solltet ihr euch fragen, was ich mit den Büchern mache, ich habe die Bücher teilweise schon verkauft auf Momox, da wo es sich gelohnt hat. Wenn ich natürlich nur 15 Cent oder so dafür kriege, dann mache ich das nicht, weil das finde ich irgendwie lächerlich. Aber ich habe einen guten Preis rausschlagen können und ein paar Bücher werde ich ins offene Bücherregal geben oder auch verschenken und verlosen, weil die Rezi-Exemplare zum Beispiel, wie jetzt auch gerade The Bells, ja, die verkaufe ich ja nicht. Deswegen, also entweder werde ich sie verlosen oder verschenken. Ich schaue mal, je nachdem, ja, wie gefragt diese Bücher gerade eventuell sind. Dann habe ich ein Buch, was schon echt alt ist und ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht schon mal gezeigt habe im Aussortiert-Video. Aber ich habe es wieder einsortiert und jetzt habe ich es wieder aussortiert, nämlich Göttlich Verdammt. Davon haben alle geschwärmt. Mir hat es nicht so gut gefallen, deswegen habe ich es schon mal aussortiert. Dann wollte ich der Reihe aber nochmal eine Chance geben, weil ich nochmal irgendwo gesehen habe, dass darüber so dermaßen geschwärmt wurde. Und ja, jetzt habe ich mir einfach gedacht, komm, weg damit. Ich lese es eh nicht. Der erste Teil ist schon so lange her und ich weiß einfach, dass ich ihn damals nicht so sehr mochte, wie ich andere Bücher zum Beispiel mag. Dann habe ich dieses Buch aussortiert, Feuer, ich weiß nicht, ich habe es irgendwann mal als Mängelexemplar mitgenommen, weil ich dann, keine Ahnung, warum ich das getan habe. Auf jeden Fall habe ich da überhaupt keinen Bezug zu und ich weiß, dass ich nicht lesen werde in der nächsten Zeit. Dann, Die Rache trägt Prada. Ich weiß nicht, wo das Buch herkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe es mal geschenkt bekommen, entweder von meiner Mama oder, weil ich mochte damals den Film, Der Teufel trägt Prada. Das ist jetzt der zweite Teil. Ja, aber ich weiß auch, dass ich sowas nicht lesen werde und deswegen, da ist der Platz in meinem Bücherregal einfach zu schade und dann soll es lieber jemand kriegen, ja, der es auch wirklich gerne dann lesen möchte. Dann dieses Buch von Sylvia Day habe ich aussortiert, Spiel der Leidenschaft. Ich fand ja damals Crossfire echt toll und danach habe ich irgendwie so gedacht, ich müsste mir jedes Buch der Autorin holen. Deswegen kommen da gleich noch ein paar andere und diese Bücher gibt es immer als Mängelexemplare und die habe ich mir vor Ewigkeiten mal geholt. Aber ja, ich weiß, dass ich sie sehr wahrscheinlich nicht lesen werde und genau. Dann ein Buch und eine Autorin, die verdammt viele Menschen gefeiert haben und zwar Simona Arnstedt von, ja, nicht von, After Work von Simona Arnstedt. Ich habe dieses Buch mal reingelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich nicht gepackt. Ich fand weder den Schreibstil herausragend noch die Geschichte wirklich packend. Und ich habe es dann irgendwie auch pausiert und die Esther hat halt auch gesagt, dass es ihr nicht gefällt. Und wir haben wirklich ziemlich den gleichen Lesegeschmack, deswegen habe ich es auch sortiert. Und ja, Cover ist wunderschön, aber für mich persönlich war es das dann auch schon. Und gleichzeitig habe ich dann auch Die Erbin von Simona Arnstedt aussortiert. Ich denke einfach, diese Autorin ist nichts für mich. Ja, das muss jeder für sich wissen. Aber genau, auch hier hat die Esther gesagt, es wird sich nicht lohnen für mich. Und ich vertraue der Esther. Genau, deswegen durfte das auch weg. Dann habe ich ein Buch aussortiert, was ich mal vor ein paar Jahren, glaube ich, gelesen habe. Vor ein oder vor 2 Jahren. Und zwar Tunnel 8 dazwischen. Das Buch hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Das habe ich damals zugeschickt bekommen von der Autorin. Und ich habe es auch rezensiert für sie.
Aber ich habe jetzt mal nachgeguckt, es sollte ja ein zweiter Teil kommen und da ist noch nichts erschienen und deswegen sortiere ich es halt aus, weil, ja, schade eigentlich, aber gut. Dann habe ich aussortiert The Deadlist, weil ich das zweimal habe tatsächlich und deswegen kann es einmal ruhig weg. Total unspektakulär. Als nächstes habe ich Blinder Rausch von Doris Betzler. Ich weiß, dass ich dieses Buch mal irgendwann, glaube ich, bei Medimops mitgenommen habe, weil mir noch so ein paar Cent zum Versand kostenfrei oder sowas fehlten. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich das dann so irgendwie mitgenommen. Aber auch hierzu habe ich so 0,0 Bezug. Und ja, ich weiß einfach, dass ich es in nächster Zeit nicht anfangen werde zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir ist das einfach so. Ich weiß, dass ich meine Rezi-Exemplare habe, die ich gerne lesen möchte. Und es gibt andere Bücher, wo ich ja total auf heißen Kohlen sitze und es kaum erwarten kann, sie zu lesen. Und ich weiß, dass dann solche Bücher... Ja, das Buch ist bestimmt schon 2 Jahre in meinem Regal und es wird bestimmt noch 2 weitere Jahre in meinem Regal sein, wenn ich es jetzt nicht aussortiere. Und ich muss sagen, bis jetzt im Nachhinein, ich habe die Bücher jetzt schon ein paar Tage aussortiert, tut es mir nicht weh. Also es ist nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh scheiße, das Buch behalte ich doch. Dann sind wir zurück bei Sylvia Day. Verbotene Frucht, das sollte mal so ein Paranormal-Romance-Dingens sein. Also so, ja, Fantasy mit Romance. Ich hatte das damals wirklich angefangen zu lesen, fand es aber nicht so gut und habe dann auch, ich glaube, irgendwo da aufgehört zu lesen. Und ja, möchte jetzt nicht unbedingt weiterlesen darin. Dann das gleiche eigentlich bei The Club, habe ich mal angefangen zu lesen. Ich weiß noch nicht mal mehr, worum es ging oder geht oder was auch immer. Und ja, es hat mich halt nicht sonderlich überzeugt, wie man wahrscheinlich unschwer kennt. Genau. Dann habe ich, okay, jetzt ist hier irgendwie Vampire Knight dazwischen gerutscht, warum auch immer. Das ist irgendwie schon länger bei den aussortierten Büchern. Ich habe da nämlich so eine Ablage, wo die aussortierten Bücher alle sind. Um es kurz zu fassen, nochmal, oh nein, die Bücher fallen. Nochmal, Sylvia Day, ja, ich sag ja, ich habe gedacht, ich müsste alles von der Autorin haben. Ich habe es echt gut gemeint, warum weiß ich nicht. Dann, Obsessed, du bist mein. Das Buch hat mir eigentlich wirklich gut gefallen, aber ich habe mich dazu entschlossen, es auszusortieren. Mehr gibt es da nicht zu sagen, ich weiß nicht warum. So, mein Gefühl hat mir gesagt, okay, komm, sortier es aus. Bis du weiterliest, dauert es ewig. Deswegen habe ich es getan. Dann habe ich aussortiert Hinter zerbrochenem Glas von Josie Charles. Auch dieses Buch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber ich weiß einfach, dass ich es wahrscheinlich nicht noch ein zweites Mal lesen würde. Und deswegen, ja, es sieht zwar echt hübsch aus, aber deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt behalten wollen. Deswegen freue ich mich, dass ich das jemandem schenken kann, weil ich das auch als Rezi-Exemplar bekommen habe. Und genau, also wie gesagt, es hat mir gut gefallen. Ich sortiere auch tatsächlich Bücher aus, die mir gut gefallen haben. Aber nicht herausragend oder nicht so, dass ich sagen würde, wow, dieses Buch muss ich behalten. Es ist so bei mir ganz komisch. Dann habe ich aussortiert Arrest James White, 400 Tage der Erniedrigung. Ja, habe ich eine Rezension abgedreht. Fand ich okay, war mir ein bisschen too much an manchen Stellen und deswegen sortiere ich es aus. Dann Sisters in Love, So Hot von... Monica Murphy, das habe ich, glaube ich, damals mit der Gabi zusammen gelesen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich fand es mittelmäßig, glaube ich. Ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern, worum es geht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall, ich wollte mal eine Zeit lang weiterlesen, aber habe mir dann gedacht, nee, okay, komm, lass, das bringt nichts. Und deswegen darf dieses Schätzchen auch in andere Hände gelangen. Dann habe ich aussortiert Grisha, Goldene Flammen. Und zwar aus dem Grund, dass ich jetzt den Schuber habe. Und deswegen brauche ich dieses Buch nicht mehr. Und ja, ich freue mich so. Der Schuber ist wunderschön. Dieses Buch dagegen ist echt hässlich. Ich glaube, damals, als ich es gekauft habe, fand ich es noch ganz annehmbar. Aber jetzt so, im Gegensatz zu den neuen Büchern, ist es echt hässlich. Und deswegen, ja, es geht mit Würde. Dann Kali Phillips, Wer nicht wagt, der liebt nicht. Ich habe das Buch irgendwann mal gekauft. Aber ich wollte nicht diese Ausgabe haben, sondern eine andere und deswegen kommt das Buch weg. So, dann habe ich aussortiert Nothing More von Anna Todd.
Einfach aus dem Grund, dass ich mir die Autorin nicht kaputt machen will. Ich habe After geliebt und ich habe Before Us geliebt und das ist jetzt die Geschichte von Landon. Und ich habe die Befürchtung, dass sie mir zu langweilig sein wird, nach dem turbulenten Hin und Her, was wir mit Hardin hatten. Deswegen durfte es auch weg und genau, mehr Erklärung bedarf das gar nicht. Dann habe ich aussortiert, Dark Duty. Und zwar, weil ich doof bin. Ich habe dieses Buch zweimal bestellt. Ich war im Seminar und ja, habe mir so gedacht, komm, anstatt zuzuhören, bestell zu Bücher. Und dann habe ich dieses Buch bestellt. Und ich glaube, das ist Band 4, weil ich dachte, ich hätte Band 4 noch nicht. Ja, Pustekuchen, ich hatte Band 4 schon und ja, deswegen darf das Buch weg. Ich hoffe, da freut sich ein anderer toller Mensch drüber. Dann habe ich aussortiert, oh, hier sollte ich mal mein Klebchen rausmachen, bevor ich das Buch weggebe. So, ups. Cold Princess von Vanessa Sangü. Mir hat das Buch damals echt gut gefallen. Der erste Band jedenfalls, den zweiten fand ich nicht mehr so gut. Aber das wäre jetzt auch kein Buch, zu dem ich nochmal greifen würde. Da würde ich eher zu anderen Büchern greifen und deswegen, genau, darf das weg. Quatsch. Ja, dann haben wir auch direkt schon hier Band 2, Queen of Fire, was mir ja, wie ich gerade gesagt habe, nicht sonderlich gut gefallen hat. Ja, aber gut. Kann man nichts machen. Ist halt so, es kann einem nicht jedes Buch gefallen. Ein Buch, was mir eigentlich, ups, sehr, sehr gut gefallen hat, wo ich aber im Nachhinein ja auch nicht sagen würde, ich würde es nochmal lesen oder es hat mich vollkommen von den Socken gehauen, ist Berühre mich nicht von Laura Kneil. Ich mochte es damals wirklich sehr, sehr gerne. Auch hier mochte ich den zweiten Band überhaupt nicht. Den ersten, also den hier, den mochte ich schon sehr gerne. Aber ja, also ich weiß nicht. Also mich hält nicht so an dem Buch, es zu behalten. Ich gucke so meine Bücher an und denke mir immer so, nein, das kommt auf gar keinen Fall weg. Und bei diesem Buch habe ich es halt einfach nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, nach welchen ja, Prinzipien ihr eigentlich auch sortiert. Das würde ich ja auch mal sehr, sehr gerne wissen. Ja, genau. Dann habe ich Mr. Q von Sarah Cox. Ich weiß nicht mehr, wie es mir gefallen hat. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich meine gut. Aber ja, ihr merkt schon, es hat keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Deswegen darf es auch weg. Jetzt ein Buch, wofür mich wahrscheinlich ganz viele steinigen werden. Aber ich ertrage es mit Würde. Someone New von Laura Kneidel. Die Special Edition Ausgabe. Mir hat das Buch gut gefallen. Es gab aber ein paar Dinge, die mich sehr gestört haben. Und ich würde im Endeffekt nicht sagen, dass ich erstens nochmal lesen würde und zweitens, dass es mich irgendwie umgehauen hat oder dass es für mich, wie soll ich das sagen? Also, dass es für mich einen besonderen Wert hat. Und deswegen sortiere ich es einfach aus. Ich denke, da wird sich jemand, der diese Special Edition noch haben möchte, sehr, sehr darüber freuen. Und ja, bei mir, ich war kurz davor, die neue zu kaufen, also den nächsten Band. Hab mir dann aber gedacht, ne komm, lass. Ja, ich weiß nicht. Das ist halt so. Dann ist bei mir ausgezogen. Ich wollte schon, habe ich eigentlich den ganzen Video eingezogen gesagt, anstatt ausgezogen? Oh Gott, ich hoffe nicht. Palace of Glass, die Wächterin. Das Buch mochte ich damals gerne. War kein Überflieger, hat mich nicht von den Socken gehauen. Und deswegen denke ich nicht, dass ich Band 2 und Band 3, gibt es Band 4, weiß ich gar nicht, lesen muss. Genau, meine persönliche Meinung. Dann ein Cottage für einen Sommer. Ich weiß nicht, wie das Buch in mein Regal kommt. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären und deswegen habe ich es aussortiert. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mir dieses Buch nicht gekauft habe. Aber ja, gut. Ihr habt es fast geschafft. 5 Bücher noch. Yay. Interview mit einem Vampir. Genau. Den Film finde ich cool. Aber das Buch muss ich nicht lesen, glaube ich. Verbessert mich, falls ich falsch liege, aber na, ich glaube nicht. Nein. Dann Walking Disaster. Habe ich den ersten Band schon gezeigt? Ja, das ist auf jeden Fall der
erste Band aus seiner Sicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch den ersten heute gezeigt habe. Wo ist er denn? Den habe ich auf jeden Fall auch aussortiert. Ich habe beide aussortiert. Mir hat der erste damals so lala gefallen. Der zweite hat mir tatsächlich besser gefallen. Aber ich habe kein großes Interesse daran, diese Reihe fortzusetzen. Dann die Sache mit Kelly und Caden habe ich mir mal als Mängelexemplar geholt, weil es irgendwie jeder hatte. Und ich natürlich auch auf den Zug aufspringen wollte. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe es aussortiert, weil ich es jetzt gerade überhaupt nicht lesen möchte. Und genau, eigentlich immer wieder die gleichen Gründe, aber ich sage es trotzdem kurz. Dann ein Buch, was mir tatsächlich damals sehr, sehr gut gefallen hat. Aber was ich jetzt, wozu ich mich jetzt beschlossen habe, es auszusortieren. Einfach, weil ich auch dazu keine wirkliche Bindung habe oder was auch immer. Und zwar Love is War von der Autorin. Es ist eine Autorin, bitte. Ja, es ist eine Autorin. Ja, genau. Das Buch habe ich auch aussortiert. Wie gesagt, ich habe noch ein paar mehr Bücher aussortiert, die ich aber schon weggegeben habe. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eigentlich oft aussortiert oder eher nicht und vor allem nach welchem Prinzip ihr aussortiert. Also ich mache es eigentlich so, ich gehe mein Regal entlang und denke mir so, erstens, wenn ich sie noch nicht gelesen habe, willst du es wirklich noch lesen? Wenn die Antwort nein ist, weil mich halt manchmal der Inhalt dann nicht mehr so interessiert wie vor, zum Beispiel vor 2 Jahren. Ich habe hier teilweise Bücher, die habe ich hier schon 2 Jahre stehen. Dann sortiere ich es aus. Und die zweite Frage, wenn ich ein Buch gelesen habe, wie gut hat es dir gefallen? Möchtest du es hier behalten? Würdest du es nochmal lesen? Genau. Und das war eigentlich schon so meine riesengroße Supertaktik. Und ja, das war's mit meinem Video. Yay, geschafft! Mein nächstes Video wird übrigens ein Neuzugänge-Video sein und genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!